Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Hier sind wir wieder mit meiner Iron Tana und wir haben ja letztes Mal hier beim Küchenlehrer aufgehört, da wir ja noch hier oben hin müssen. Einmal die Bürde der Kaldorei und die Tumore und hier sind normalerweise auch noch Quests. Zeiten des Krieges ist ja... Da gehen wir ja weiter, aber ich wollte ja wenigstens den Startbereich fertig machen. Ich habe mir übrigens auch immer noch nicht überlegt, in welchen DLC, ja, komm her, wir leveln wollen. Ich denke mal, ich werde, wenn ich das hier fertig gemacht habe, eine Umfrage machen und ihr könnt dann darüber abstimmen. Oder entscheide ich das selber? Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon überlegt, ne? Ja, im Moment ist ein bisschen viel Stress, viel zu tun aktuell, sehr viele Releases, habt ein bisschen Nachsicht, aber ich glaube, das habe ich auch letztes Mal schon erzählt. Ja, heute ist der dritte Advent, glaube ich, ja, dritter Advent und heute ist auch der Community Stream. Na, wenn ihr das hier seht, läuft der schon ein paar Stunden. Der ist heute um 10 Uhr der Start und geht bis 10 Uhr. Ich habe das extra nicht so spät gemacht, damit ich halt auch nicht so lange, also so spät am Abend dann streame. Ich finde 10 Uhr abends ist eine gute Zeit, um aufzuhören. Gerade auf den Sonntag. So, Tumore. Der hatte gerade nichts, ne? Naja, so. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr bis hier, bis zum Video noch nicht da gewesen seid. Ich denke mal, ich werde auch noch ein Infovideo dazu gemacht haben. Ich hoffe es. Ich habe es mal auf jeden Fall aufgeschrieben. Aber ihr wisst ja, was manchmal kommt, ne? Ich meine, ich bin schon jetzt auch schon ein bisschen länger wach. Schlafen war heute auch wieder sehr, sehr ergiebig. Naja, wollen wir nicht jammern. Trotzdem bin ich fit. Habe einen schönen heißen Kaffee vor mir. Der wird leider im Moment sehr schnell kalt. Aber das Heizungsproblem, das haben wir ja jedes Jahr. Ich werde nachher nochmal, bevor ich anfange zu streamen, drüben die Luft ablassen. Ich habe ja mittlerweile einen eigenen Schlüssel. Und dann gucken wir mal, ob es besser wird. Weil es ist doch ein bisschen kalt manchmal hier abends. Das übergeht, aber abends... Ja, genau. So. Was wollte ich noch gesagt haben? Im Moment ist ja auch viel... Na, ich weiß ja nicht, wie sieht es bei euch aus? Wart ihr schon im Mage Tower? Habt ihr eure Prüfungen gemacht, schon getan? Das wird ja jetzt alles nochmal genervt, weil zu schwer. Ihr wisst, kennt dieses Drama, was es immer gibt. Es ist alles zu schwer. Na, es ist immer zu schwer. Deswegen schreibt mir mal rein, habt ihr eure Prüfung schon gemacht? Und wie viele Tries habt ihr gemacht? Habt ihr gebraucht? Das wäre ganz interessant zu wissen. Auch wenn wir natürlich gerade Iron Man spielen. Aber das wäre ja trotzdem mal was Interessantes. So. So. Ich bin auch mal gespannt. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich gerade den Faden verloren. Geil. Fängt schon gut an, das Video. Ist schon richtig. Oh, top. Top, Tana. Top. Oh, ich muss mich da mal heilen. Sehe schon sehr mitgenommen aus. Das ist halt die Gefahr, ne? Man überschätzt sich gerne. Gott sei Dank können wir uns heilen. Das ist immer ganz praktisch. Ja. Auf jeden Fall, wir sind jetzt gleich Stufe 12. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Level. Mal überlegt, vorher... Ne, schon wieder nichts drin. Vorher ging es ja auch mit 10 los. Ich habe eigentlich noch gar nicht auf die Challenge-Seite mal wieder geguckt, wie die das jetzt genau handhaben. Weil die mussten ja aufgrund des Level-Squish ja auch das System umstellen. Jawohl, Stufe 12. Jetzt haben wir Sternsog gelernt.
So, jetzt müssen wir da vorne noch die Fiole auffüllen und dann. Ja, genau. Störe mich mal. So. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich. Warte mal weggeklingelt. Hier mit dem Level, ne? Da habe ich mir jetzt nochmal Gedanken gemacht. Also, ich weiß nicht, ob ich in BFA leveln möchte, weil da gibt es ja die Quest, wo wir hinten bei den Trollen sind, mit Zirek. Und das Problem mit dieser Quest ist, das hatte ich bei Talentfrei damals schon, dadurch, dass die Chars ja nicht das Equip tragen, was die anderen tragen, sterben die, wenn die runterfallen. Und das wäre für meinen Iron Man ja das Aus. Ne? Und weil wir ja nicht wollen, dass der Iron Man stirbt, können wir da schon mal nicht lang gehen. Ne? Das fiel mir jetzt so ein, weil mein Talentfrei, mein Jäger, der ja ohne Talente spielt, der ist nämlich gestorben. So, die beiden nehmen wir schon mal an, aber wir geben die anderen Die beiden eben noch Göttin ab. segne euch. Würde ich sagen, obwohl. Ach komm, wir haben 6 Minuten, dann machen wir die auch gleich noch mit. So, dann gehen wir erstmal zur weißen Spinne, die ist da oben. Nee, aber das sind so die Gedanken, die ich mir als erstes gemacht habe, ne? Wir können das gar nicht machen, weil die wird das nicht überleben. Ich werde da definitiv sterben, weil ich kein Equip trage. Ne? Ich habe ja nur weiß und grau an und das wird mir. Das wird mich einfach nur töten. Ah, komm her, du. Nehmen wir die eine schon mal mit hier. Ich weiß gar nicht, ist in der Ecke eigentlich noch die Begleitquest? Wobei Begleitquest, ja. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, Begleitquest technisch. So, gleich wieder Heilung rein. Da oben ist er. Wir müssen uns aber den Weg noch frei kämpfen. Bedeutet, wir werden jetzt die Spinne machen. Hoffentlich rennt uns die Katze jetzt nicht ins Kreuz. Macht ja schon ordentlich Aua, die Katze. Wobei die Spinne auch. Gehen wir mal hier rüber. Tun uns ein bisschen heilen. Nochmal heilen. Wir haben unseren Off-Fuck-Button auch noch parat. So, komm her, du. Oh, das Ding macht ordentlich Wemm. Schaden, ne? So, da haben wir das. Und jetzt müssen wir zu den Ladies rüber. Ja, komm, wir machen die Katze jetzt mal weg. Und noch zu den Blutfedern rüber und da noch 6 Gürtel holen. Ja, und dann haben wir es eigentlich schon. So. Ja, früher war es der Buff, der Dot, ne, den wir gekriegt haben. Jetzt haben wir ja nachwachsen. Macht nix. Wobei der Dot war natürlich manchmal schöner, weil den konntest du instant machen. Ich weiß gar nicht. Wir haben Zorn, Mondfeuer kriegen wir noch, Schleichen kriegen wir mit 13. Dann wiederbeleben. Das Mondfeuer. Oh. Nee, was ich gesucht habe, war. Sind ja Eule. Hier, Sternfeuer haben wir doch auch. Mach es so rum? Nee, eigentlich so rum. Eigentlich so rum. Verderbnis, entfluchen, die Gestalt kriegen wir da. Da ist Sonnenfeuer. Und unterbrechen kriegen wir mit 26. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Guck mal, doch, das ist die Begleitquest, ne? Ja. Ja, komm, dann machen wir doch das Lager leer. Jetzt hätte ich mir fast noch eine zweite dazu gepult. Oh, das wäre aber nicht gut gewesen.
Das wäre nicht gut gewesen. So. Jetzt wollen wir gucken. Hier war noch eine Miezekatze. Bevor wir die Ladies holen, machen wir mal eben die Miezekatze. Oder ist das die Pflanze? Ah, das ist die Pflanze. Ha! Eieiei. Ich glaube, ich muss mal eben meinen ganzen Wecker ausmachen. Sonst wird das gleich nochmal laut. Ich hatte mir früh den Wecker gestellt, aber... Ja nun. Ne? Komm her, du. Ja, genau, du. Ach, da oben ist die Pflanze hinter mir. Da gehen wir auch noch hin. Da gehen wir auch noch hin. Wenn ich denn da hochkomme. Ey. Huch. Hallo, Lady. Guten Tag. Darf ich mal kurz... Jawohl. Ja, da oben sind sehr viele. Muss auch ein bisschen aufpassen. Ich will halt nicht so viele auf einmal pullen. Früher war hier noch eine Begleitquest. Oh, das ist doof. Kommst du hier hin, wenn ich mich hier hinterstelle? Ach, die ist tot. Na, eine Miezekatze war früher hier in der Ecke. Ah, komm her. Die hat man immer hier raus begleitet. Die war ganz links in der Ecke. So, haben wir. Dann geben wir jetzt einmal die beiden Quests hier vorne ab. Ich denke mal, mit der einen Quest werden die uns dann nach Danassus schicken. Da wir ja die Spinnenseele normalerweise im Tempel aussetzen. Das war ursprünglich mal. Früher hat man die Quest auch da drüben bekommen. VZ-Lehrer, die stehen auch immer noch hier. Hi. Bitteschön. Ah, jetzt lässt man die Spinne hier wandern. Okay. Wie darf ich helfen? So. Darf ich beides nicht tragen? Was gibt denn am meisten Kohle? Der da. Seid vorsichtig. Bin ich. Ich bin immer vorsichtig. Besonders jetzt. So, wir können ja jetzt auch mittlerweile reiten. Das heißt, wir suchen uns mal das Tundra-Mammut. So. Damit wir unseren Müll immer schön verkaufen können. Vor allen Dingen möchte ich auch die Sachen hier verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt losfährt, die Sachen. Das ist Kochen. Das kommt in den Müll. Das dürfen wir nicht anziehen. So. Jetzt mal gucken. Oh, die einen stehen da, okay. Ist das hier diese Pat? Ah, nee. Koritas. Hi. Friede sei mit euch. Bitteschön. Führt die Tomalfiole. Ach so, das ist da hinten die eine, ne? Da müssen wir, glaube ich, in die andere Richtung noch einmal laufen. Ja, aber wir sollten eigentlich gleich durch sein hier. Ich würde fast sagen, wir machen die eine Quest auch noch. Dann sollten wir die Fiolen-Questreihe. Wobei, nee, die geht ja noch bis zur Dunkelküste, ne? Ich bin geehrt. So, bitteschön. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich glaube,
Die pflanzen jetzt noch mal was an. 10? Ne, der hier gibt mehr. Jawoll! Kann ich behilflich sein? Ach Gott, diesen Tumor müssen wir jetzt auch noch holen. Auch holen. Machen wir das jetzt? Ne, das machen wir dann in den nächsten. Das dauert ein bisschen länger. Also, meine Lieben, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann holen wir uns den großen Tumor und das Wasser. Also bis dahin. Schönen Advent. Tschüss.